Jugend forscht. Der größte naturwissenschaftliche Schülerwettbewerb Europas wurde vor 50 Jahren ins Leben gerufen, um die Naturwissenschaften zu fördern. Die Junior-Sparte ist der Landeswettbewerb Schüler experimentieren. Daran dürfen Schüler teilnehmen, die mindestens die 4. Klasse besuchen und höchstens 14 Jahre alt sind. Am 7. und 8. Mai richtet die Stadt Balingen den diesjährigen Wettbewerb aus. Zum jetzt 6. Mal in Folge. Gestern haben die Verantwortlichen das Programm vorgestellt. Insgesamt 110 Nachwuchsforscher aus ganz Baden-Württemberg wollen ihre Forschungsarbeit einer fachkundigen Jury präsentieren. Diese haben sie entweder allein oder in einer Gruppe erarbeitet. Die Arbeit muss zu keinem bestimmten Thema verfasst sein, allerdings in eins von 7 Arbeitsgebiete passen, nämlich Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik und Technik. Jugendforschschüler experimentieren kämpft ein bisschen mit dem Vorurteil, dass man schon ein kleiner Einstein sein muss, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Man muss einfach neugierig sein, man muss eine Idee haben, muss diese Idee konsequent verfolgen und muss zeigen, dass man naturwissenschaftlich denken kann und naturwissenschaftlich arbeiten kann. So kämen die meisten Ideen aus dem Alltag. Eine Arbeit des diesjährigen Wettbewerbs habe sich beispielsweise dem Thema Spätzle mit Soße gewidmet. Die Kinder haben sich überlegt, an welchen Kriterien kann es liegen, dass manchmal an den Spätzle die Soße besser hängen bleibt, an anderen gar nicht, haben dann den Kriterienkatalog aufgestellt und haben sich überlegt, wie könnten wir jetzt unsere Hypothesen überprüfen, haben verschiedene Experimente gemacht, aus den Experimenten dann Schlussfolgerungen gezogen, neue Experimente entwickelt und haben damit naturwissenschaftlich gearbeitet. Alle Teilnehmer mussten zuvor bei einem von 10 Regionalwettbewerben antreten. Und wer dort mit seiner Arbeit überzeugen konnte, darf dann zum Landeswettbewerb nach Balingen, wo eine Jury die Facharbeiten begutachtet. Die Jury besteht in der Regel aus 3 Juroren oder Jurorinnen, die aus der Schule kommen, aus der Industrie kommen und aus dem universitären Bereich. Und die Juroren lassen sich dann alle Arbeiten präsentieren und die Schülerinnen und Schüler müssen Rede und Antwort stehen und müssen ihre Arbeit begründen. Den Siegern winken Geld- und Sachpreise sowie eine Urkunde, die laut Zierle für den Lebenslauf immer wichtiger werde. Bis zum 30. November können sich Schüler für den nächsten Wettbewerb von Jugend forscht, Schüler experimentieren, bewerben.